Hallo Freunde, willkommen zurück zu Alien. Stranded Alien Dawn, so rum. Irgendwann mal kapiere ich's. Was machen unsere. Was machen unsere Helden? Ken trägt Antibiotika rum. Merkwürdige Geräusche. Katina baut auf jeden Fall Erste-Hilfe-Kits zusammen. Das ist gut. Die Antibiotika kommt auch hier langsam rein. Auch das ist gut. Langsam aber sicher bekommen wir hier einen Überblick. Was ist denn das, was da drin liegt? Leder? Oh. Shelf Life Outside. Wir sind under roof in unendlich. Under roof, 8 Tage hebt das noch. Vielleicht haben wir bis dahin auch under roof indefinite. Das hält alles unendlich, bis auf das Fleisch. Das vergammelt nicht. Under roof unendlich. 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 Ach, das ist die CPU-Kanne. Wenn wir gerade mal durchgucken, dass das Zeug, was hier rumfährt, dann auch unendlich lange heben kann. Unterruf unendlich. 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 Kaffee. Unendlich. Bier. Unendlich. Das ist das ganze Regal. Dann liegt hier eigentlich. Oh, neue Ressource: Brot. Das ist ja toll. Wer von euch hat denn Brot gerade gebacken? Wahrscheinlich Jayla. Auf jeden Fall ist es gut, wenn Jayla Brot isst, denn die ist sowieso mürrisch vom Herrn meistens. Ah, Katinka hat Brot gebacken. Ich finde das prima, dass das so langsam aber sicher funktioniert. Hier liegen Medikamente rum, die hat irgendeiner liegen lassen. Was macht denn eigentlich Ken gerade? Entspannen? Ja, er trinkt Kaffee. Ken, bist du so gut anschließend nach deinem Kaffee hier die Wand zu hämmern? Wäre ich total dankbar. Ah, die ernten schon. Okay, dann sind die natürlich beschäftigt erstmal mit. Mit Ernte einfahren. Warum ist denn das eigentlich hier durchgestrichen? Das könntet ihr dann auch mal aufheben und wegtragen, weil, ne? Die Skinbark ist auch langsam gut. Die Bäume wachsen. Ist das nicht herrlich? Es funktioniert. Das Gebälk hier ist wohl kaputt. Von was haben wir denn schon wieder kein Storage Space? Ah, der Kühlschrank ist voll. Ernsthaft? Gut, dann müssen wir noch mal gucken. Raw Food. Also Meat ist klar, Veggies gehen auch kaputt, auch klar. Das hier, also Öl muss hier nicht in den Kühlschrank rein, absolut nicht. Und Emergency Rations müssen da auch nicht rein. Öl muss hier nicht rein und die Emergency Rations müssen hier nicht rein. Dann wird da drin nämlich auch langsam Platz für Brot werden. Jetzt macht sie noch eine Bandage. Im Moment kann man nichts machen außer zugucken.
denn die sind halt einfach mega beschäftigt, die Ente einzufahren. Wir stellen mal auf schnell. Weil sonst schauen wir denen die ganze Folge nur beim Sammeln zu, das hilft ja auch nicht wirklich. Ansonsten könnten wir überlegen, wie wir hier einen Kühlschrank noch unterbringen, ne? Das Ding hier müsste abgerissen werden. Dann könnten wir da noch anbauen für einen Kühlschrank. Oder wir bauen da an. Platz hätten wir noch ein bisschen. Muss ich mir mal Gedanken machen. Ich habe gar keine Idee, wie ich das jetzt optimalerweise machen möchte. Gut, der Winter ist natürlich gerade erst auch vorbei, dann brauchen wir auch Medizin. Warum die Medizin jetzt hier liegt? Ist denn die Medizinkiste voll? Wo ist denn die Medizinkiste? Ach, da geht nur so wenig rein. 10 Bandagen und Antibiotika. Oh mein Gott. Und da geht natürlich keine Antibiotika rein. Die reißen das ab. Das ist halt einfach viel zu klein, diese Kiste da. Ob in ein einziges Regal mehr reingeht. Toxische Asche. Hat mir jetzt gerade noch gefehlt, ne? Hat mir gerade noch gefehlt. Macht die Ente kaputt. Wir müssen hier kurzfristig das Einlagern von Lebensmitteln erlauben. Damit das nicht auf den Feldern liegt, da ist es überdacht, dann hält es wenigstens einen kleinen Moment länger. Und Antibiotika werden wir halt auch da draußen oder vielmehr die First Aid-Dinger. Ich würde lieber die Antibiotika draußen haben und die First Aid drin. Oder die Bandagen draußen. Genau, wir machen das so. Antibiotika und First Aid Kit drin, Bandagen draußen. Dann kommen hier die Bandagen raus und das hier rein. Die Laune ist hervorragend, ne? Obwohl sie schwer am Arbeiten sind. Die heilen. Wart ihr verletzt? Ah, wahrscheinlich von dieser komischen Asche da, ne? Das ist natürlich durchaus möglich. Der Frieser ist erforscht, das ist sehr gut. Ich brauche einen Stehplatz für den Frieser. Ich möchte den Frieser. Wir stellen den Frieser hier hinten hin, machen da noch eine Tür rein. Der Frieser, der kann auch draußen stehen. Da machen wir nämlich die frischen Lebensmittel in den Frieser und die gekochten da rein zum Essen. Weil ich möchte denen jetzt nicht unbedingt tiefgefrorene Suppe anbieten. Ach nee.
Watermelon Pie, perfekt. Warum das hier keiner baut? Möglicherweise kommt da keiner dran. Katinka kocht, wie bin ich ganz klar, ne? Die kocht einfach. Kochen 4 ist prima. Endlich ist die Baumwolle reif. Das heißt, wir können jetzt auch endlich wieder Klamotten herstellen und dieses grüne, genau dieses grüne Fleisch, was da gerade wegrottet, verarbeiten, wenn wir Stoff wieder haben. Es müsste sich jetzt nur noch einer dazu herablassen, das Fass zu bedienen. Naja, wie ihr wollt. Wie sieht's denn eigentlich mit den Klamotten aus? Bandagen. 10 Stück wollten wir haben, 11 haben wir, Speere haben wir einen, Crossboss haben wir eh zu viele. Können wir rausnehmen. Speere können wir auch. Können wir noch einen zweiten bauen? Obwohl. Ja, komm, was soll's. Veggie Forever. Die können wir aber nach unten priorisieren. Klaus können wir rausnehmen. Wir haben kein Scrap mehr. Pfeifen sind gut für die Laune. First Aid Kits können wir rausnehmen und umstellen an Till 10. Achtzehn Stück sind völlig ausreichend. Und Liquid Fuel kannst du forever machen. Forever. Das müssen wir halt nur hochpriorisieren. Wo wird denn das Fleisch verarbeitet? In Production. Da. In Stock 250. Mach bitte forever. Ah ne, das ist Crane. Animal Fat. Genau das, forever. Der Strom ist eingeschlagen. Und Veggie Oil. 250 Leichen lang da eigentlich auch. Vorerst mal. Ja, ist ja gut. Hier Antibiotika, Bier. Ich komme mal zu nichts. Die müssen die Felder bearbeiten. Aber das ist jetzt gleich passiert. Wenn halt reif ist, dann müssen alle anpacken. Da bleibt halt alles stehen und liegen. Ja, wir sehen jetzt, die Arbeiten gehen normal wieder weiter. Jetzt kommen sie auch langsam wieder zu. Genau, zu ihrer Arbeit, Ken arbeitet. So wird das was. Okay, ich hatte eben jetzt schon Panik bekommen, aber das lag tatsächlich nur an der Feldarbeit. Die ganzen anderen Arbeiten werden ja jetzt auch übernommen. Wie ist denn das kochtechnisch? Veggie Soup, Pamba, das ist ja die Lieblingsspeise von Katinka. Buttermelon Pie, Smoke Leaf Tea. Limit Reached, Grain Porridge. Bread.
Die essen scheinbar furchtbar gerne Brot, ne? Meatpie. Churros, die haben wir noch nicht gefunden, ne? Veggie Pizza. Beefberries haben wir auch noch nicht gefunden. Wir haben Melonen gefunden. Meat Stew, Veggie Stew. Das müssten wir eigentlich alles, ja, müssten wir alles haben. Auch nicht Times, sondern so lange, bis wir vier auf Lager oder zwei auf Lager haben. Können wir rausnehmen. Ach, die Jailer tut Scavenge nicht, aber da wer trommelt denn da jetzt gerade? 4. 2, 3, 4. About to rot away. 3. 3 Essen? Das ist doch im Kühlschrank. Ja, wir müssen da irgendwas mit dem Fridge arbeiten. Das mit den Kühlschränken funktioniert nicht, wie ich mir vorstelle. Dann gibt es halt tiefgefrorene Suppe. Es ist suboptimal. So, wie geht das nach oben mit Z? Nein, X. Und dann machen wir hier eine Tür rein. Aggressive Animals kommen. So, okay. About to rot away können wir wegmachen. Rotted away. Old Equipment. Alles uninteressant für den Moment. Simon Crafting Level 5. Die Aggressive Animals. Da 41, hey. Die sind am Sammeln. Wir sammeln uns auch. 3. Ah, und jetzt habt ihr, Schätzchen, die Mauer abgerissen, ne? Und zum Glück auf der Innenseite. Habe ich nicht gesehen. Ganz klar mein Fehler. Die kommen wahrscheinlich von hier. So. Sollten eigentlich augenblicklich angerannt kommen. Da kommen sie auch schon. Es ist gloomy. Ja, dann ist es halt gloomy, ne? Das ist normal, wenn es Nacht wird. Dann ist es halt gloomy. Ich finde das auch latent unverständlich, warum die Viecher immer nachts angreifen müssen. Aber wir treffen gut, muss ich sagen. Ja, komm. Katinka. Dahin. Simon. Es war ja klar, dass sie den Weg außen rum suchen. Immer schön an den Fallen vorbei. Aber es sind nur noch 7 Stück. Wir werden das optimieren. Wir werden es optimieren. Mit der Zeit. So, das war's. Minimalste Verletzungen.
Dafür, dass wir eigentlich extrem schlecht hier mit den mit der Verteidigungsanlage da gestanden haben. Geht nach Hause, butschert, da kommt Nachschub für unser Biosprit. Alles im grünen Bereich. Die erwähnen alle Treatment, die Katinka nicht. Komm, lauft. Unglaublich, oder? Schon wieder Gewitter. Simon Combat 5 ist klasse. Freut mich. Katinka schläft. Ernsthaft jetzt. Heilen ist die Devise. Katinka darf auch waiten für Treatment. Da wohnt Simon. Plus 78. Dafür, dass hier ein Liebespaar ist mit dem Simon, das erstmal. Wow. Dafür kannst du Ken überhaupt nicht ausstehen, ne? So, dann wo Storage ist doch der Fräser, gell? Ja. Ah, brutal. Obstructed Access, ja, so rum, ne? Obstructed Access. Dann braucht man da noch mehr Botenfreiheit. So, nach unten ist Z. Können wir vielleicht noch eine Treppe bauen? Blocked by Object. Ach, da ist das Windrad im Weg. Dann machen wir sie vielleicht nach vorne, die Treppe. Fällt mir gerade so ein. Nee, 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 nee. Funktioniert nicht. Treppe, nochmal. Steintreppe, X. To rotate to place. Muss halt noch da die Treppe. Ich wollte sie eigentlich da haben, ne, aber. Hungry, sleepy next to love, sleep next to my love, private bedroom, das klappt. Und sobald draußen der Kühlschrank steht, die Gefriertruhe steht, ne, werden wir dann hier auch noch eine Gefriertruhe hinstellen. Ich überlege gerade, ob wir die Kühlschränke nicht auch auf eine Ebene höher stellen. Ach, die Kühlschränke, sag mir, ist die Batterien. Ich mag das ja so gar nicht, wenn das Zeug wegrottet. Die Mauer ist auch schon fast fertig konstruiert, Gott sei Dank. Wie wild, ne?
So, jetzt fehlt nur noch der Ken zum Zusammenhämmern. Der ist aber da hinten am Butchern, ne? Oh, Katinka, du sollst doch kein verdorbenes Essen essen. Genau, erstmal Meat Pie. Oder Berry Pie oder so. Moving Wind Turbine, das ist super. Und jetzt wird gebaut. Perfekt. Na, können wir da jetzt hoffentlich. Punching a pole? Punch mal bitte mit dem Hammer die Steine. Er Ken muss sich abreagieren, ne? Erst tut er Pole punchen, dann spielt er Dart, jetzt tut er essen. Dem geht's zu gut, dem Freund. Constructing Fence. An jeder Ecke einmal draufgehämmert, ne? Was ein Glück tut er da hinten jetzt weiterarbeiten und kommt das nicht wieder für einen Stein hier vorne hingerannt. Constructing Floor, perfekt. Das Ding wird hier jetzt auch endlich mal weggehämmert, dann haben wir mehr Bauplatz. Gut, das. Der Blitz ist eingeschlagen. Scrap 6. Was haben wir gekriegt? Ja. Es ist gebaut. Es ist vollbracht. Ich habe es gar nicht gesehen. Eine Soldering Bench. Used for crafting electronics. Okay, aber unser Problem ist jetzt erstmal, dass unser Essen verrottet. Achso, jetzt ist nicht mehr Obstdruck, Dingsbumst. Dach. Dach. Es ist nicht mehr Obstrucated. Holzdach. Rotate. R und T. R. Würde ich jetzt gerne bauen, aber die Batterien sind im Weg. Ich habe schon fast gedacht. Einmal. Bau da bitte hin. Unpowered Devices? Wieso denn das? Jetzt erzählt mir bitte nicht, die Batterien sind gleich leer, wenn vom. Okay. Die sind voll. Okay, die sind voll gemoved worden. Schockschwere Not. Gott sei Dank haben die Entwickler mitgedacht. Solar Eclipse One Disable Device. Das kann nur der Kühlschrank sein. Warum bei einer Sonnenfinsternis die Devices? Nächste Frage. Warum ist kein Platz für Antibiotika hier? Ist doch genug Platz. Meinetwegen. Wahrscheinlich war drin schon die Antibiotika voll ist. Schwierig. Oh, der Freezer ist fertig. Sehr gut. Und da soll rein nur Raw Food. Außer Öl. Weil wir haben ja gelernt, Vegetable Oil kann unendlich lange. Cooked Meals wollen wir sowieso gar keine. Die sollen drin sein. Und da soll kein Raw Food rein. Aber alle Cooked Meals. So, jetzt wird von euch hoffentlich gleich umgelagert. Jawohl, der Gefrierer. Was da schon wieder ein Frierer drin ist. Hey, guckt dir das mal an. Frozen, Frozen, Frozen.
Die müssen da aber überhaupt nicht rein, die Emergency Rations. Die müssen nämlich überhaupt nur. Überhaupt nun mal gar nicht da rein. So. Das tun wir abreißen kurz und dann setzen wir das hoch auf die richtige Höhe. Da ist auch nicht mehr viel drin. Empty and deconstruct. Wir haben Sommer. Unpowered Device Freezer. Ernsthaft jetzt? Der ist doch im Haus verbunden. Macht halt natürlich über Nacht gar keine Sonne. Insufficient Storage Space. Ken, du brauchst das nicht wegtragen. Es wird gleich neu gebaut. So, komm. Dekonstrukt Stone Floor. Hau das Zeug weg. Building Floor. Nein. Warum will der das jetzt da unten bauen? Ich raff's einfach nicht. Z. Nee, X. Copy. So, dann machen wir da Wände drumrum und die Hütte zu und dann haben wir da hinten ein Vorratslager. Buildings, Wall, Brick. Die komische Solarpanel können wir ja noch moven. Hast du eigentlich mittlerweile Strom? Nee, ne? Warum auch? Ken, nerv mich nicht, bau. Hast du jetzt Strom? Auch nicht. Was geht da falsch? Das ist doch ein Haus. Wahrscheinlich, weil noch kein Dach drauf ist oder so. Wir können Brickdach bauen. Auch spannend. Dach einblenden. Overlapping Foundations. Ernsthaft jetzt. Ich bin überfordert. Warum geht das nicht?
machen wir halt ein Holzdach in Gottes Namen. Wood. Warum zur Hölle kannst du nicht auf den Stein drauf? Das hat doch auch geklappt. Da hast du doch auch dich ohne Foundation auf den Stein basteln können. Da klappt es dann plötzlich, ne? Das ist mir jetzt nicht erklärlich, was da passiert. Machen wir die halt einfach wieder weg. Wobei ich da eigentlich überhaupt keine Lust habe, die wegzumachen. Warum soll ich denn jetzt diese Stein-Foundations hier wegmachen müssen, damit ich da ein Dach drauf krieg? Aber das Ding hat Strom, oder? Auch Consuming Null. Die schlafen wieder. Sleeping am helllichten Tag? Hallo? Langsam verliere ich den Glauben. So, Simon, du bist wach. Not connected to a power source. Also jetzt spinnt das Spiel völlig, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht zwingend, wo das Problem jetzt ist. Vielleicht muss man ein- und ausloggen.